Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich schon auf meine staatlich verordnete Kälteschutzweste, die man dann tragen muss, ansonsten kommt der Arbeitsschutz. Na gut, also Mittwoch, 12. Juni, wenige Tage bis zum kalendarischen Sommeranfang. Mittag ist gerade durch, draußen 16 Grad, der Himmel ist bedeckt und ganz Deutschland wartet sehnsüchtig auf ein paar Sonnenstrahlen. Ganz Deutschland? Nein, die SPD fantasiert zum Thema Hitzeschutz. Will uns mit den bahnbrechenden Erkenntnissen beglücken. Dr. Vinzenz, ich unterbreche Sie ganz kurz, weil es nämlich eine Wortmeldung gibt, eine Zwischenfrage, die aber nicht von Herrn Schmelzer kommt, sondern Herr Backum. Also ich habe gerade angefangen, aber Herr Backum, bitte. Möchten Sie die gestalten? Legen Sie los, ja, natürlich. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Vinzenz. Sie haben zwar gerade erst angefangen, aber war schon im ersten Satz was Seltsames drin. Sie beziehen sich auf die Temperaturen. Erkennen Sie denn an, dass aktuell nach dem Messstation Dortmund die UV-Strahlung im UV-Index 6 also hoch liegt und damit die Empfehlung für uns alle hier, Dortmund ist nämlich die nächste Messstation, schnellstens Schutzmaßnahmen zu erreichen. Erkennen Sie also an, dass unabhängig von der Temperatur es noch andere Maßnahmen gibt, gegen die man sich schützen müsste, zum Beispiel die UV-Strahlung? Ja, darf ich antworten? Sie dürfen antworten. Vielen lieben Dank. Ja, in der Tat, in diesen geschlossenen Räumen würde ich Ihnen jetzt keine Sonnencreme empfehlen, aber wenn Sie als Arbeiter draußen tätig sind, dann sollten Sie sicherlich über Sonnenschutz beispielsweise nachdenken. Nun, der Landtag soll nun im Feststellungsteil des Antrags, den Sie vorlegen, aber anerkennen, dass es besonders heiß wird diesen Sommer. Kommen jetzt nun also Hitzewellen im Juli und August und da liegt auch schon das erste Problem, die erste Schwäche Ihres Antrags. Das Plenum, wiederum anders als in Dortmund, hat keine eigene Wetterstation, auch relativ wenige Meteorologen hier vor Ort. Es sind viele Abgeordnete da mit unterschiedlichsten Berufen. Meteorologen habe ich noch keinen gefunden. Ich selber weiß jetzt auch nicht genau, ob es ein besonders warmer oder eher ein nass-kalter Sommer wird. Ich wünschte mir vielleicht eher einen warmen, da sind die Geschmäcker durchaus dann unterschiedlich. Aber das jetzt an dieser Stelle festzulegen, schwierig. Ich habe dazu mal einen ehemaligen Kommilitonen gefragt, die habe ich im Physikstudium kennengelernt, heute ist er sogenannter Wetterfrosch. Er gab mir folgenden Hinweis, keine Ahnung, kann jetzt noch keiner sagen, aber vielleicht hat die SPD das ja ausgependelt oder am Vogelflug abgelesen. Wissenschaftlich ist das auf jeden Fall nicht. Trotzdem, ganz egal, die SPD hat sich auf das Thema eingeschossen. Dabei gäbe es tatsächlich eine ganze Menge Probleme, sowohl im Arbeitsschutz, im Gesundheitswesen sowieso, über die man an dieser Stelle dringend auch sprechen sollte, anstatt sich hier in Wetterprognosen zu ergehen. Es gibt hochdefizitäre Krankenhäuser, Ärzte- und Pflegermangel, weiter massive Probleme in der Medikamentenversorgung. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, er hätte also wahrlich genug zu tun, genügend Baustellen, an denen er arbeiten könnte. Aber das wird jetzt wieder ausgearbeitet und sich auf Hitze fokussiert. Man könnte das eher als PR- oder Ablenkmanöver vielleicht abtun und ad acta legen, wenn nicht dahinter ein gewisses Muster bestünde. Die Bürger sollen in Angst und Schrecken versetzt werden, egal ob bei Corona, dem Wetter oder Gefahren durch die sogenannte Alternative für Deutschland, wie Sie das dann immer sagen, um darüber dann die klassischen Made-by-SPD-Bevormundungen, Gängelungen und Eingriffe bis tief in die privaten Bereiche der Bürger zu rechtfertigen, wie wir das ja leider schon zu Genüge kennen. Es ist auch deshalb übrigens Panikmache und keine gesunde, berechtigte Sorge, weil das Bundesgesundheitsministerium selbst in seiner Drucksache 20/8063 auf eine kleine Anfrage übrigens der AfD-Bundestagsfraktion erklärt hat, dass sie gar keine Daten über die Temperaturentwicklung beispielsweise in Pflegeheimen oder Akutkrankenhäusern habe, wo die besonders vulnerablen Gruppen eben angetroffen werden. Ebenfalls wisse die Bundesregierung, also ihr Minister Karl Lauterbach, nicht, wie sich der Hitzeschutzplan finanziell auswirkt. Ihnen alles egal, erstmal mehr Geld, viel davon, trotz angespannter Haushaltslage. Herr Abgeordneter Dr. Vinzenz, es liegt noch eine weitere Wortmeldung vor, und zwar ebenfalls von Herrn Backum. Das wäre die zweite und somit auch die letzte Zwischenfrage, die er sich erlauben könnte. Möchten Sie die gestatten? Ja, und wenn er da Nachfragebedarf hat und ich ihm helfen kann, unbedingt. Herr Backum, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich glaube nicht, dass Sie mir helfen können, Herr Vinzenz, zumindest würde es mir schwerfallen, das anzunehmen. Ich darf Sie aber fragen, da Sie uns ja keinen Glauben schenken. Glauben Sie denn bei einigen Punkten, die ja hier drin stehen, glauben Sie denn dem Berufsverband der Dermatologen, dem Bundesamt für Strahlenschutz? Glauben Sie der organisierten Ärzten im öffentlichen Dienst, die all das, was wir hier reingeschrieben haben, übrigens auch die Berufsgenossenschaften, glauben Sie denen wenigstens, wenn Sie uns schon nicht glauben, die genau das Gleiche fordern? Sie dürfen antworten.
Den glaube ich sogar ganz unbedingt. Ich komme da nachher auch noch zu, zum verbindlichen Hautkrebs-Screening beispielsweise. Da habe ich noch eine Passage, die ich Ihnen dann gerne nahelege, aber vielleicht komme ich erstmal mit meiner Rede zu Ende und dann können wir vielleicht das ein oder andere dann nochmal besprechen. Also Ihr Minister Lauterbach und die NRW-SPD wurden sozusagen vom eigenen Ministerium eiskalt erwischt, obwohl in den Wintermonaten jedes Jahr viel mehr Menschen sterben. Auch das wissen Sie, als im Sommer verbreiten Sie Panik wegen einer möglichen Zunahme von warmen Tagen. Aber einen Kälteschutzplan beispielsweise gegen so viel Kältetote, den suchen wir vergeben, den lehnen Sie hier sogar im Hohen Haus aktiv ab, wurde von uns eingebracht. Der Katalog Ihrer Forderungen, liebe SPD, was denn die Landesregierung so alles tun solle, ist dann der übliche Mix aus Dirigismus, unnötigen Forderungen, weil durch den Arbeitsschutz zum Beispiel alles schon abgedeckt und einige Passagen direkt aus Ihrem Wahlprogramm, da sind dann zugegebenerweise die Geschmäcker verschieden, meins ist es nicht. Es sollen dann Arbeitskreise, eine Studie, Alarmpläne oder Klimanachhilfe für, das mag ich besonders, schwangere Menschen geben. Früher nannte man solche auch Frauen oder Schwangere im Allgemeinen. Dazu dann natürlich eine mediale Kampagne, obwohl Ihr Gesundheitsministerium im Bund ja schon vorgelegt hat mit richtungsweisenden Plakaten wie bei Hitze weniger anstrengen und andere Tipps, die mir meine Oma damals schon gegeben hat, aber dafür gibt man dann gerne sehr, sehr viel Geld aus. Ferner natürlich noch allerlei Weiterbildung, weil viele vielleicht nicht wissen können, dass man bei heißen Tagen lieber ein Glas Wasser zu viel trinkt als eins zu wenig und das sogenannte Hautkrebs-Screening für alle Beschäftigten. Es gibt ein Hautkrebs-Screening und zwar für alle Menschen ab dem 30. Lebensjahr. Beschäftigte, für Sie weiß ich nicht, aber Beschäftigte sind eine Teilgruppe von Menschen, die haben auch die Möglichkeit, ab dem 30. Lebensjahr am Hautkrebs-Screening teilzunehmen, wozu auch bei den Wetterbedingungen und bei einer Zunahme auch von Hautkrebs-Screening dringend geraten werden soll. Eine gute Forderung hat Ihr Antrag allerdings schon. Klima solle als gesundheitsrelevanter Aspekt in die Fortschreibung des Psychiatrieplans NRW aufgenommen werden. Da haben Sie mich dann wiederum ganz an Ihrer Seite. Klimahysterie oder generalisierte Wetterangst, das ist definitiv ein Thema. Nichts anderes ist nämlich das, was Sie hier uns vorlegen. Wir haben Ihren Antrag mit Interesse gelesen. Uns ist auch fast warm ums Herz geworden bei all den Bemutterungen, die Sie planen. Wir lehnen ihn allerdings mit kühlem Kopf ab. Zu viel heiße Luft. Vielen Dank.